Hier über Absamin Tirol auf diesem Bergstück wütete vor 10 Tagen noch einer der größten Brände in der Geschichte Tirols. Mit über 2000 Kontroll- und Löschflügen und fast 1000 Einsatzkräften, angefangen von der Feuerwehr bis hin zur Bergrettung, versuchte man, dieses Feuer zu löschen. Doch nach 2 Tagen war allen klar, wir brauchen Regen. Der Regen und dazu auch noch Schnee sind gekommen. Gleich konnte die Einsatzleitung vermelden, Brand aus, viele atmeten auf. Die Hilfe von oben war nötig, der Regen. Ich denke dabei an die Hilfe von oben, die ich schon so oft erlebt habe. Ich meine damit Gott selber, der uns Menschen helfen kann. Diese Hilfe können wir nicht bestellen, wir können sie nicht machen, wir können sie nur erhoffen und erbitten. Ich glaube, dass Gott allen hilft, die ihn bitten, dass er den Menschen das gibt, was ihnen auf Dauer gut tut. Zu diesem Vertrauen auf die Hilfe von oben bewegt mich Jesus. Einmal hat er mit der Kraft des Gebetes sogar den toten Lazarus in das Leben zurückgerufen. Vorher hat er vor allem laut gebetet, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst.